parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. Down. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer acceptable. Congratulations. You are the third in your region to survive planetfall. Welcome to Massage 2, ABB, in the binary system of Akicha. Loading objective-based introduction. Begin onboarding. First contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere to fix-it procedure and equip the fix-it ink Xeno Zapper before leaving the drop zone. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu, ja, du warst zu Satisfactory, Leute. Ja, die 1.0 ist raus und ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt. Ist jetzt nicht ganz richtig, ich habe schon mal reingespielt, um schon mal zu gucken natürlich, wie das ein oder andere hier funktioniert, ne? Leute, ich habe Bock drauf, denn das hier, das könnte auf jeden Fall was richtig Geiles werden. Wir sollen auf jeden Fall jetzt erstmal, oder wir machen jetzt erstmal die kleine Einführung. Das bedeutet, wir drücken jetzt erstmal Tab und nutzen unser Gerät hier. Next objective. Dismantle the drop pod. Fix it incorporated as cost effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base. Often. Hab ich, mein Freund. Babbel mich nicht zu. Ich bin ready, Next Leute. Objective. Genau. So Leute, wir sollen jetzt auf jeden Fall einmal den Ressourcen-Scanner nehmen. Dazu drücken wir einmal V und scannen einmal hier ab, wo hier Eisenerz ist. Oh, in dieser Richtung. Da auch. Oh, da ist schon mal ein Kumpel unterwegs. 312 Meter in dieser Richtung. Ich würde sagen, Leute, wir gehen mal gucken. Denn dort sollen wir dann zum Beispiel schon mal unsere erste Basis erstellen. Wir müssen mal gucken. Wir brauchen natürlich hier einen geeigneten Platz. Oh, da ist schon... Bist du böse oder bist du lieb, mein Freund? Ah, du bist ängstlich. Okay, alles klar. Ja, in meinem Test habe ich natürlich nicht hier in dieser Welt gespielt, sondern ich habe in dieser... Grünen in der ganz normalen Welt gespielt. Dann guck mal, das ist alles da oben, Leute. Vielleicht ist es dann doch besser, wir gehen in die andere Richtung gucken. Bin mir ein bisschen unschlüssig, Leute, ne? Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, wohin die Reise hier gehen soll. Wir sammeln auf jeden Fall mal hier schon so ein paar Blätter. Das ist nie verkehrt. Denn wir brauchen auf jeden Fall auch Rohstoffe. Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for Fixit to make an informed decision. Store this potential resource for later use. Bin mal gespannt, Freunde, was das hier gibt, ne?
So, Leute, hier oben ist die, sind die Ressourcen und da ist auch schon hier ein Kumpel von uns. Allgemeuer! Ey! Ja, komm du mal hierher, mein Freund. Du kannst hier mal ganz kurz hier. Ey! Ey! Ey, sag mal, ey! Da ist aber hier aber auch ein Bösewicht hier. Ein Keiler. Aber noch ein paar Überreste bekommen. Notable features are blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Hm, Leute, ich würde ja sogar sagen, wir stellen unsere Base nach hier unten, ne? Ich glaube, das ist besser, weil hier haben wir auf jeden Fall eine bessere Fläche, um was anzubauen. Würde, glaube ich, mehr Sinn machen, ne? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal unseren Eisen. Das können wir schon mal abbauen. Next objective. Use the build gun to construct the hub. Iron is a base component necessary for all near future progress, so ensure you build the hub close to iron sources. Fix it does not pay by the kilometer. Ja, das machen wir auch gleich, ne? Wir machen jetzt aber mal ganz kurz noch hier ein bisschen Eisenerz weg. Weil das können wir auf jeden Fall erstmal gut gebrauchen, weil wir brauchen nämlich dann auch genügend Zeug, ne? Das ist deswegen, Leute. Bauen wir uns jetzt hier unten auf jeden Fall unsere Basen. Ja, ich würde sagen, hier unten machen wir die hin. Ist zwar nicht ganz close, aber fast close, ne? Wir kommen hier eigentlich relativ gut runter, würde ich sagen. Oder wartet mal. Wir können ja dieses erste Teil, können wir ja eigentlich ruhig hier oben hinbauen. Und alles andere setzen wir unten hin. Ja, doch, das machen wir, Leute. Lass mich mal ganz kurz gucken. Am besten setzen wir das genau hier dazwischen. Ja, ich würde sagen, Leute, so sieht's aus, so machen wir's. Das heißt, wir könnten einmal Q drücken und da setzen wir einmal den Hub hin. Lass mich mal gucken, wie rum am besten. Wir haben hier auf jeden Fall genügend Platz, würde ich sagen. Machen wir das Ding einmal so hin. Hub Foundation built. The Hub Terminal Yo. And Crafting Bench are only the humble beginnings of a successful Fix-It Pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Once finished, the Hub will function as your base of operations. Next objective. Complete Hub Upgrade 1. Alles klar. Complete Hub Upgrade 1. Also, wir müssen als erstes den Meilenstein. Wir brauchen 10 von den Stangen. Gar kein Problem, Leute. Wir können jetzt hier Eisenbarren herstellen. Mit der Leertaste können wir das Ding hier erstmal bauen lassen. So, dann nehmen wir mal ein paar Eisenstangen hier, weil wir brauchen 10 Stück. Wunderbar, die hätten wir schon mal. Dann können wir hier das erste Ding schon mal abschließen. Let's go. Mega. Tutorial abgeschlossen, Hub Upgrade 1. Storage and frame completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Fix-It mission. Next objective, complete Hub Upgrade 2. Ja, als nächstes Hub Upgrade 2, aber als allererstes, ihr habt es gesehen, wir brauchen für die Ausrüstungswerkstatt brauchen wir erstmal 6 Platten und 4 von den Eisenstangen. Deswegen erstmal schnell hier, ja, wir brauchen 6 Stangen. So, 4 Platten. Und dann können wir uns schon mal hier die Ausrüstungswerkstatt hinstellen. Oh, ich habe nur 4 gemacht. I'm sorry. I'm sorry. So, jetzt haben wir's. Und dann können wir uns hier schon mal die Ausrüstungswerkstatt hinsetzen. Ich würde sagen, die setzen wir uns einfach. Die können wir ja hier close dran setzen. Perfekt. Da haben wir hier auch einen relativ fließenden Übergang erstmal, ne? So, die Ausrüstungswerkstatt wird verwendet, um Ausrüstungen wie beispielsweise mobile Miner herzustellen. Und die, Leute,
Die brauchen wir jetzt erstmal. Also brauchen wir erstmal noch ein bisschen... Ah ne, Quatsch, wir haben ja noch. Wir stellen uns jetzt erstmal noch ein bisschen was an Eisenbarren her. So, dann nehmen wir mal ein paar Eisenstangen. Machen wir hier so... Jo, und den Rest machen wir Eisenplatten. So, wonderful. Sehr schön. Dann können wir hier jetzt uns mal erst so ein paar Miner herstellen. Wir werden eh ein paar mehr brauchen. Ich stelle mal gleich 2 Stück her. So, die hätten wir schon mal. Hier haben wir noch eine Storage-Kiste. Da können wir Zeug reinpacken. Jetzt zum Beispiel das und das. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und das nicht und das nicht. Und natürlich auch das Gras nicht. Ihr seht, ich habe schon mal 569 Gras gesammelt und 77 Holz. So, jetzt nehmen wir erstmal unseren... Ja, wir machen den hier rein. Komm, wir machen den hier hin. Jetzt nehmen wir nämlich mal unser lieben Humble hier und setzen den schon mal hier drauf. Ich glaube, ich setze da drüben gleich auch einen hin. Ne? Umso mehr, umso besser. So, dann können die hier erstmal... Loslegen, Freunde. Sehr geil, Leute. Diese Animation hier ist schon wirklich richtig gut, ne? Muss man echt sagen. Sehr geiles Spiel, Leute. Sehr geiles Spiel. Jetzt gucken wir uns mal an. Für die Hubverbesserung 2 benötigen wir 12. Hier können wir schon mal 12 reinpacken und 8. Das heißt, wir brauchen noch 8 weitere Eisenstangen und 2 weitere Platten. Wir können jetzt hier an diese Miner gehen und können uns hier jetzt schon mal zum Beispiel alles rausnehmen, was der da hat. Das sind schon mal 33 Einheiten an Eisenerz. Und hier können wir uns... Oh, das war der falsche Knopf. Aber ich habe mir jetzt... So, den Eisenerz haben wir trotzdem schon mal mit rausgenommen. Jetzt können wir hier wieder dran gehen. Das müssen wir erstmal noch wieder ein paar Eisenbarren herstellen. Ist halt so, ne? Hier können wir nochmal schnell die zwei herstellen und dann Eisenbarren. So, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir machen nochmal kurz ein paar Platten, damit wir schnell unseren Meilenstein hier, unsere Verbesserung direkt bekommen. Noch ein paar Eisenstangen. Bisschen was mehr haben ist immer gut. Das Ganze wird natürlich nachher alles automatisiert, Leute. Ne? Also macht euch da gar keine Gedanken. Das müssen wir alles nicht mit der Hand machen. So, neue Gebäude, neue Teile. Neue scannbare Teile. Fun fact, ja. Most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, complete hub upgrade 3. So sieht's aus, Leute. Ihr seht's, unsere Station hat sich jetzt sogar schon vergrößert. Wir haben jetzt hier nämlich einen Biomasse-Generator. Den müssen wir füttern mit diesen Blättern und den mit dem Holz. Hier ist unsere kleine Kombüse, sag ich mal, ne? Noch leer, aber auch die wird noch gefüllt werden. Wir können jetzt aber, ihr habt es schon gesehen, wir können jetzt einen Schmelzofen bauen. Aber für den Schmelzofen benötigen wir Draht, ne? Um den herzustellen. Und diesen Draht bekommen wir erst, wenn wir... Und das zeige ich euch. Wir müssen jetzt nämlich einmal scannen und müssen hier Kupfer scannen. Wie weit? 260 Meter, Leute. Boah. Es geht denn hier ab und noch weiter weg. 800. Alter, haben wir ja aber Glück gehabt hier. Das war gut, dass wir hier in diese Richtung gegangen sind. Also 250 Meter in diese Richtung kriegen wir Kupfer. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal noch hier einen weiteren Miner bauen. Den brauchen wir. So, den nehmen wir nämlich mal dann direkt mit. Den haben wir auch schon dabei. Sehr gut. Und dann müssen wir mal ganz kurz rüberlaufen zu
der anderen Station. Aber wisst ihr was? Ich nehme mal ganz kurz hier. Die mache ich mal kurz leer. Dann können die nämlich weiterarbeiten. Dann haben wir schon mal wieder hier ein paar Ressourcen, Leute, ne? So, das nehmen wir auch mit. Und dann latschen wir mal ganz kurz rüber zu der Stelle, wo wir Kupfer finden. Und ja, gehen dann schon mal in die Kupfererntereien rein. Ich nehme mal hier ein paar Blätter mit, Leute, gell? Und dann auf geht's. So, Leute, hier haben wir dann auch schon unsere Kupferader. Und da haben wir den nächsten Freund hier am Start. Geh weg hier! Boah! Oh, was hat der denn hier? Booker-Überreste. Hui. Samples of unknown alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Preserve the remains for later study. Ja, das lassen wir und machen wir auf jeden Fall, Leute. Das heben wir auf jeden Fall auf. Ihr habt es gerade gesehen, ne? Wir sind gar nicht so weit entfernt. Also unsere Base ist ja da drüben oder da. Ich bin gerade, oder ist es dahin? Es ist auf jeden Fall relativ hier drüben, ne? Ist gar nicht so weit. Wir werden ja sowieso hier das ganze Areal wahrscheinlich später hier nutzen für unsere, ja, für unsere Entwicklung, für unsere Forschung, für unsere Fabrikationen, für alles. So, jetzt haben wir erstmal das Unreine entfernt und werden jetzt hier schon mal den Miner hinsetzen. Auf geht's, mein Freund, du darfst Gas geben. Wir haben schon 27 Kupfer. Ich hole mal direkt noch ein bisschen was raus hier. So, wonderful. Dann nehmen wir hier das gleich. Würde ich sagen, wir nehmen das auch noch mit. Da haben wir schon mal 81. Damit können wir schon mal arbeiten. Müssen wir uns halt jetzt merken, dass der gute Kerl da hinten steht, ne? Der Weg ist, wie gesagt, gar nicht so weit entfernt, ne? Wir müssen eigentlich nur hier unten langlaufen. Wir können eigentlich, glaube ich, auch sogar hier oben langlaufen. Und ich empfehle jedem, der das Spiel natürlich spielt, der soll auf jeden Fall, wenn er hier durch die Welt läuft, nehmt ruhig hier die ganzen Büsche und Blätter mit. Die werdet ihr auf jeden Fall mehr als brauchen, ne? So, guck mal. Wir bauen uns am besten so zeitnah wie nur möglich. Bauen wir uns hier einfach dann eine Treppe hoch. Dann können wir hier einfach hochlatschen. Dann ist der Weg nicht ganz so weit, ne? So, die Miner sind schon wieder fertig hier, ey. Wahnsinn, Leute. Dann, also, Kupferbarren erstellen. So, dann machen wir hier erstmal Draht. Weil dann können wir uns gleich schon unsere erste Schmelze bauen. Und die, Leute, das wird nämlich sehr geil, wenn wir die erste Schmelze haben. Dann können wir nämlich das, was wir gerade hier gemacht haben, diese Kupferbarren, die kann dann der gute Kerl hier machen, ne? So, Schmelzofen. Die Frage ist nur, was heißt die Frage ist? Nee, Leute, die Frage ist gar keine Frage. Wobei, ich würde sagen, ich stelle die Schmelzöfen. Ja, die können wir hier oben eigentlich noch hinstellen. Ja, das mache ich auch. Aber nicht so nah hier ran. Oh ne, warte mal, hier sind drei von diesen Teilen, ne? Wir setzen wir doch vielleicht lieber unten hin. Ja, das ist besser, wenn wir die hier unten hinsetzen. Dann können die von da, weil so oben, wenn wir da oben drei Stück haben, Leute, das wird heftig. Ne? Wir setzen die mal hier hin. Ich würde am liebsten gleich noch einen hinsetzen. Warte mal, das machen wir auch. So, Leute. Bauen wir direkt den nächsten Schmelzofen noch hin. Und der kann dann nämlich mal direkt noch unser anderes Zeug hier fertig machen. Frage ist, reicht das oder ist das nachher zu steil? Ah, zur Not können wir das immer nochmal umsetzen, ne? Wir setzen hier auf jeden Fall jetzt mal den Schmelzofen noch hin. Jetzt brauchen wir Strom, Leute, ne? Jetzt brauchen wir erstmal Strom. So Stromeros Maximus brauchen wir. Das kriegen wir natürlich hier von unserem gute Gerät hier. Und zwar brauchen wir dafür Kabel. So. Nummer 2 brauchen wir. Ah, wir können erst sowieso erstmal nur einen anschließen. Aber ist nicht so schlimm. Gucken, ob das lang genug ist. Jupp, ist lang genug.
Strom haben wir, Freunde. Schau mal, das läuft. Wir werden natürlich hier später Strommasten hinsetzen, damit das nicht ganz so bescheuert aussieht, ne? Jetzt müssen wir hier einmal, sag zum Beispiel das hier reinballern. Das braucht halt momentan sehr viel an Material, ne? Aber das ist noch nicht, das wird sich noch ändern. Das ist halt jetzt erstmal noch so. Dann packen wir hier einmal die Eisenbarren und sagen, pass auf, Kollege, hier, Eisenattacke. Und der produziert jetzt Eisen. Und zwar Eisenbarren. Was schon mal ziemlich cool ist. Kupfer müssen wir dann gleich auch noch installieren. Aber jetzt heißt es erstmal fix hier dran. Und dann gucken wir mal, was wir für die nächste Stufe brauchen. 20, 20, 20. Den Meilenstein, den nehmen wir schon mal. Wir haben hier zack und zack. Attacke. Bisschen produzieren noch, Leute. So, machen wir direkt den Draht hinterher. Weil dann haben wir den schon mal fertig. So, ein bisschen Eisenbarren noch machen. Ah, Leute, das wird so geil. Ich sage euch, das wird richtig nice. Wie gesagt, ich habe ja schon in meinem Testspiel, habe ich mir schon eine kleine Basis aufgebaut. Die war schon ziemlich cool. Also, Leute, ihr könnt euch da auf jeden Fall auf was gefasst machen. Das wird ein ganz schön krasses Projekt hier. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Würde mich auf jeden Fall ultra freuen, weil ich finde das Spiel schon ziemlich genial. Also, das kann schon ziemlich gut werden. So. Dann müssen wir die nächste einmal abschließen. Zack, zack. Bam, Leute. Wunderbar. Haben wir, ist es schon soweit? Ja, Strommast ist da. Oh, und Constructor, perfekt. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human and thus prone to error. Next objective, complete hub upgrade 4. Genau, Leute, und jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wo wir Kalkstein herbekommen. Bitte, oh, sehr gut. Weil Kalkstein benötigen wir zum Herstellen von Beton. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal wieder einen weiteren Freund hier herstellen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar von den Metalldingern hier. Und ihr seht schon, wir können jetzt auch Schrauben herstellen. Die werden nachher auch eine sehr große Wichtigkeit haben. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind schon gut unterwegs hier. Wir sind schon gut unterwegs. Wir sind hier richtig am Start. Lass uns mal noch hier so einen mobilen Miner aufstellen. Und zwar unten an der Kalkstation. Derweil nehmen wir hier mal alles mit. Wie viel haben wir hier noch drin? Ja, das passt noch für ein paar Minuten. 280, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall mal noch 3,5 Minuten Zeit, gell? Hier unten läuft unsere Schmelze. Da können wir eigentlich auch schon mal die, müssen wir jetzt sogar, die rausnehmen. Und packen die nächsten hier schon mal wieder rein. Da kann es direkt weitergehen. So, und wir gucken jetzt mal. Wo war nochmal der Kalk? Aha, hier vorne. Sehr schön. Den brauchen wir nämlich unbedingt, Leute. Und da ist auch schon wieder so ein Ungetüm am Start hier. Sag mal, die werden hier auch hier die ganze Zeit bewacht, hä? Ja, komm her. Ja, komm her, mein Freund. Komm, ich bin gewaffnet hier. Ja. Komm, noch einer. Noch einer. Komm schon. Ja, brauchst gar nicht so hier. Ja. Feierabend, mein Freund. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. So, wunderbar. So, hier stellen wir uns jetzt den nächsten Miner drauf. Attacke, mein Lieber. Hau hier mal ein paar Löcher rein, gell? Und mach hier mal schön bisschen Kalkstein, mein Lieber. Leute, die Animation ist schon richtig nice, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sehr cool gemacht. Ah, ich find's irgendwie Hammer. Leute, es ist irgendwie saugeil. Nehmen wir hier nochmal ein paar Blätter mit. Können wir gleich schon mal wieder nachtanken. So.
Holz war auch noch dabei. Ah, komm hoch, komm. Jawohl. So, hier ist natürlich ein bisschen dunkel. Ist abends, Leute. Also nicht wundern. Ja, da ist ein Ausrufezeichen. Ich zeige euch unsere Kombüse, Leute. Es sieht jetzt nämlich sehr geil aus. Wir können jetzt hier theoretisch auch unsere Dame, ich glaube, es ist sogar eine Frau, können wir einmal jetzt sogar, ja, ist eine Frau, können wir, ja, hallo, Gemäue, können wir jetzt nochmal ein bisschen farblich umändern. Können wir dann so einen späteren Zeitpunkt machen, falls ihr da Bock drauf habt, ne? Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen Bellung erstellen, den brauchen wir, denn wir brauchen den nämlich für den Strommast. Ganz wichtig, Leute. Ganz, ganz wichtig brauchen wir für den Strommast. Hier mal noch ein paar Kabel herstellen. Dann holen wir uns mal noch ein paar Eisenstangen. Und wir erstellen uns noch ein paar Platten. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie viel wir davon brauchen, um nachher hier noch so einen Strommast zu erstellen. Denn das wird auf jeden Fall jetzt noch gemacht. So. Strommast, Leute. Eins. Wir brauchen... wir brauchen Draht. Ja, das war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber, Leute. Ist ja halb so wild, gell? Ist ja halb so wild. So, obala. Und dann noch ein bisschen Draht. Und dann läuft doch der Schinke hier. Dann läuft er doch, Freunde. So. Dann stellen wir hier erstmal einen Strommast hin. Ich würde sagen, den einen setzen wir uns auf jeden Fall mal hier vorne hin. So. Dann setzen wir uns direkt noch einen hier vorne auf die Ecke. Ja, hier. Und dann können wir uns noch einen hier unten hinsetzen. So. Dann entfernen wir erstmal hier diese Leitung. Sorry, Bro, du musst mal ganz kurz ohne Strom leben. Und dann setzen wir uns jetzt hier eine neue Leitung, Leute. Und zwar von hier da dran, weil man kann maximal nur 4 Leitungen hier an so eins anschließen. Deswegen habe ich hier mal noch ein paar mehr Punkte gesetzt, damit wir dort einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen individueller arbeiten können. Und jetzt setzen wir den dahin und den setzen wir dahin. Jetzt haben wir hier beide Dinger schon ready und können sagen, hier stellen wir Kupferbarren her. Müssen wir dann gleich, oder haben wir noch ein bisschen Kupfer da? Warte mal, habe ich noch welchen da? Eisen. Hier ist doch ein bisschen Kupfer. Soll der das herstellen? Und hier nehmen wir schon mal die nächsten Eisenbarren raus. Zack, und machen die nächsten wieder rein. Und dann kommt als nächstes erstmal der erste Fertiger, den wir hier hinstellen. Also, beziehungsweise hier heißt er ja, glaube ich, nicht Fertiger. Ah. Ja, wo kommen wir hier am besten hoch? Hier hinne? Egal, Hauptsache wir kommen hoch. Ah, sag mal. Ah, hier ist quasi eine Treppe. So. Denn wir müssen jetzt als nächstes den Constructor bauen. Und der Constructor, ihr seht, der braucht hier unten diese, ja, diese Eisenplatten. Ne? Das wird jetzt auf jeden Fall interesting, interesting, Leute. Können wir denn eigentlich... Ne, wir können wir noch keine. Wir brauchen nämlich dann erst die nächsten Upgrade. Dann können wir nämlich die Förderbänder bauen, Leute. Ja. Also, Leute. Das ist auf jeden Fall dann für die nächste Folge geplant. Bedeutet, wir machen jetzt an dieser Folge Schluss. Wir haben schon unsere Base gesetzt. Ja, den Hop. Wir haben die Werkstatt. Wir haben 3, 4 von unseren Freunden hier. Ah, jetzt habe ich den hier rausgenommen. Wir haben hier 3 von unseren Freunden, die aktuell hier am Minen sind, ja. Die machen hier auf jeden Fall einen guten Job. Hier können wir das auch noch mitnehmen. So, hier können wir schon mal noch die nächste Fütterung starten. Und genau, Leute, ansonsten haben wir jetzt hier schon Strommasten gesetzt. Hier haben wir unsere Leitung. Hier vorne haben wir schon unsere beiden Schmelzen. Das heißt, wir müssen jetzt dann nochmal, oder ich werde dann nochmal das Kupfer holen gehen, damit wir hier weitere Kupferbarren herstellen können. Und dann geht es sogar schon los, dass wir hier die ersten, ja, die ersten Constructor, die ersten Konstrukteure hinstellen, die dann uns dann Teile fertigen. Wie zum Beispiel die Platten, etc., etc., etc.
Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, natürlich, und ihr gerne mehr sehen wollt, hier von Satisfactory und diesem Projekt von mir, dann lasst mir zum einen natürlich gerne einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten vergesst natürlich nicht das kostenlose Abo. Aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge hier von Satisfactory wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.